Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial auf meinem Kanal Betonkunst Heinrich. Schön, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch zum Beispiel, wie man mit einem handelsüblichen Hammer, heute habe ich sogar zwei, die Ecken von einem Schornstein kaputt kloppt. Aus Sicherheitsgründen habe ich vorher hier eine Toga, eine sogenannte Toga, die ist handelsüblich hingestellt. So, eine, und ihr werdet euch gleich wundern, hier steht auch noch eine zweite. Das heißt, ich habe zwei Togas hingestellt. Das müsst ihr machen, das ist wegen Bauvorsicherheitsschrift, müsst ihr das hinstellen, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt so eine Ecke hier, hier sieht man schon den Hammer, wenn ihr so eine Ecke hier abklappt zum Beispiel, ja, die ist so, geht, also ich zeige euch mal die Ecke, um die es heute überhaupt in dem Video geht. Also es fängt hier unten an, so, wir fangen hier unten an, das ist der Nullpunkt, auch Handwerkermeridian benannt, ja, und dann geht die ganze Ecke, die geht hier so nach oben, ja, ganz nach oben, so hoch, bis ihr auch mit dem Finger auch nicht mehr rankommt, also so da über meinen Finger drüber, da ist auch noch die Ecke. Und die habe ich abgestützt, also die habe ich eigentlich abstützen lassen, weil da muss ein Architekt und ein Statiker ran und dass die Togas auch in Lot stehen. Das ist wichtig. Ich kann die auch mal anfassen hier, da kann man dran wackeln und die halten auch dann wirklich gut. So, jetzt habe ich hier, wie habt ihr das gerade schon gesehen, ich habe hier einen Hammer, das ist auch ein handelsüblicher Hammer. Mit denen kann man zum Beispiel die Ecken abkloppen, aber ich möchte euch auch zeigen, dass es mit einem anderen Hammer geht, nämlich mit so einem Hammer hier. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht das Ende mit dem Gummiende nimmt, sondern ihr müsst das Ende mit dem Metall nehmen, weil mit Gummi auf so eine Wand, ihr seht gleich selber, das ist ja doof. Ja? So, ich zeige es aber zu euch erst mit dem ersten handelsüblichen Hammer. Ihr müsst es anvisieren, also lieber so rum, und dann macht ihr einen Testschlag. Und dann hört man auch schon, die Ecke ist kaputt. Das hört man. Also ich höre das, weil ich schon lange mit Beton mache. So, und jetzt machen wir mal einen richtigen Schlag mit die Ecke, so. Nochmal machen. So, und so habt ihr eine Ecke mit einem handelsüblichen Hammer entfernt. Ich zeige es euch jetzt noch kurz mit dem anderen Hammer, den ich hier habe. Weiter unten, weil oben die Ecke ist ja schon kaputt, also so, seht ihr, ich mache das nochmal für euch, so, können wir machen das nochmal hier für euch, ich muss euch ja auch ein bisschen unterhalten, ja, das ist ja meine Aufgabe als Beton-YouTuber, so, seht ihr? Und so hat man die Ecke im Nu entfernt. Dann kommen wir hier unten nochmal die Ecke. So. Gut. So. Jetzt ist die Ecke wirklich komplett entfernt. Ich zeige euch das nochmal. So. Ja, seht ihr das? Und genau. So, das war das Video für heute. Ich bedanke mich wieder für euren zahlreichen Einschalten und wenn ihr weitere coole Tutorials sehen wollt zum Thema Putz oder zum Thema Beton oder zum Thema Pflastersteine, dann kommentiert den Kanal und abonniert unten in der Leiste, ja? Das wäre toll. Und die Glocke müsst ihr auch aktivieren und dann zeige ich euch beim nächsten Mal andere coole Sachen von dem Tutorial her, ja? Bis später, euer Betonkunst Heinrich. Tschüss!